Sodele, da wären wir auch wieder zurück. Immer noch in den Höhlen der Hexe, immer noch dabei, Mimirs Kopf wieder zu beleben, in der Hoffnung, Mimirs Kopf wieder zu beleben, weil die Gute sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Und dadurch, dass die Midgard-Schlange sich bewegt hat, ist ja der Wasserpegel hier gesenkt worden und wir können die Höhlen ein bisschen weiter erkunden, was wir auch schon zum Großteil gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier noch was zu finden gibt. Das meiste haben wir auf jeden Fall schon. Da war nur noch eine Kiste, die mit Harz bedeckt ist. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch erblicke oder erst irgendwann später nochmal hole. Ich meine aber, ich hole sie irgendwann. Ja, da ist sie nämlich. Und ja, okay, ich glaube, mir ist da gerade die Idee gekommen. Man kann auf jeden Fall schon mal einen Weg dahin bauen. So. Aber man kommt halt noch nicht dran. Dazu brauchen wir leider erst Harz. Aber das haben wir ja zum Glück hier, dieses komische Harz-Explodierungs-Ding. Wie auch immer man es nennen will. Und damit sollte das ja dann kein Problem sein. Bäm, Kiste frei. Sehr schön. Okidoki. Das haben wir. So. Ach ja, genau. Es gab noch eine Sache, die wir noch nicht erkundet haben. Das war dieser komische, ja, sah aus wie ein Brunnen, den wir noch nicht raufgeklettert sind. Weil ich da Angst hatte, dass ich irgendwas auslöse, wo wir da nicht mehr zurück können. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den jetzt noch in Angriff nehmen oder ob ich da später irgendwann mal hingehe. Ich glaube, wir müssen es so. Ach, wir müssen es sogar, genau. Ja, das ist nämlich die Unterseite von dem Haus hier, das jetzt nicht gesenkt ist, weil sich das, glaube ich, erst senkt, wenn, wie war es, wenn sich die Schildkröte entweder hinstellt oder hinsetzt. Und sie wohnt ja unter dieser Riesenschild. Und ich glaube, das hier war jetzt sogar der Weg in ihren Vorgarten, wenn man so will. Also müsste die mit ihrem Haus eigentlich erst wieder runterfahren, wenn sich die Schildkröte setzt. Ja, die Asen sind ja wohl die Arschlöcher in diesem neuen God of War. Ach schön, wir sind wieder zurück in dieser schönen Umgebung. Guck mal, hier hätten wir noch was Atreus lesen kann. Dazu bräuchten wir aber einen Kristall, der eventuell hier irgendwo rumliegt. Ah, da hinten liegt er auch schon. Machen wir das noch schnell. Dann kann er das nämlich auch noch lesen. Und dann können wir uns auf zur Hexe machen, endlich. So. Beziehungsweise er liest es und wir lesen es dann nochmal selber durch. Nachdem er es übersetzt hat für uns. So, was haben wir denn da? Gebet an Frigg. Gelobt sei Frigg, freigebige Frigg, die der Welt der Hells das Hells Licht schenkte, den jungen Balder, strahlender Gott, stolz der Asen, Odins Sohn und Erbe von Asgard, lange möge sie ihn beschützen, lange möge er uns beschützen, gelobet sei Balder der Goldene, gelobet sei Frigg von allen geliebt, gelobet sei Allvater Odin. Es scheint, als wäre niemand, der sein Vertrauen in die Asen legte, noch unter uns. Ja, da geht's wohl um die Mutter von Balder, eine sogenannte Frigg, oder Frigg, wie auch immer man sie ausspricht. Von dem man auch nichts mehr gehört hat seitdem. How's it going, Charlie? Is your witch friend here? What is that name? That's what he told me it was. Or what it sounded like in my head anyway. Charlie. Okay. Atreus kann mit mystischen Tieren sprechen. Aber die sieht auch beeindruckend aus, oder? Hey, warum sind hier Monster? Oh, das könnte vielleicht ein schlechtes Zeichen sein. Da habe ich mir dann ernsthaft Sorgen gemacht um die Hexe. Weil wenn jetzt hier schon Monster bis hierhin vorgedrungen sind, in ihr Reich. Ist halt nicht so schön, ne? Und ganz schön viele vor allen Dingen. Keine schweren Monster, aber viele. Die haben wir auch. Der kriegt noch eine. Und der kriegt auch noch eine. So, was mit dir? Was willst du denn? Hier, kriegst Schild. Ah, oder auch nicht.
So, okay. Das scheint es gewesen zu sein. Ah. Jetzt senkt sich auch das Haus für uns. Das ist schön. Hinter uns waren noch Runen, die ich, glaube ich, übersehen habe. Hier hätte Atreus doch lesen können. Ist mir eben so aufgefallen. Aber das macht nichts. Gehen wir erstmal zur Hexe und gucken, ob es ihr gut geht und ob sie wieder zu Hause ist. Hallo, jemand da? Father, she is here. It's so good to see you again. I knew you weren't dead. Hello. Oh, can you bring a head back to life? I'm not sure I understand what... Wait. Where did you get those? The arrows. Give them to me, now. They were a gift. Do as she says, boy. These arrows are dangerous. They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? Do you understand? Say it! I understand. If I see them, I'll destroy them. It's all I ask. Forgive me. Please, take my arrows in their place. I have no need for them anymore. Now, what's this about a head? Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his request. He claimed you could revive him. Me? Are you sure you heard him right? Please? Take him to the table. Hemele. It's been a long time since I've practiced the old magic. Hold him there. Let's have a look. Well, thankfully his head hasn't decayed much and his brain is still intact. Nice clean cut. Cutting off his head of all people. I sure hope you know what you're doing. Now, hold his head under the water and don't let go. I mean it. That's enough. It worked! Let me see him. Mimir? You there? Yes. Good. Oh. Hello, Freya. Been a long time. You look well. What I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd bow if I could, Your Majesty. Forgive me. Had I known the Witch in the Woods was Freya herself, I never would have suggested this. Freya? The goddess Freya? You didn't know either. Sorry. When word gets out that Mimir is free, the wrath of Odin won't be far behind. You are God. Leader of the Vanir, once, yes. But no longer. You did not think it important to tell me. Are you really going to lecture me about that? We are leaving, boy. But... Now! You're welcome! Why did you do that? We cannot trust her. Because she's a god? Have I taught you nothing, boy? But she's helped us a lot. She lied. Some people value their privacy. Best not to judge, brother. When I require your council head, I will ask. Fair enough. Get me to Tyr's temple in the Lake of the Nine, and I'll get you to Jotunheim as promised. We know the temple. What's there? Only the last living giant in Midgard. Who better to tell us the way? The World Serpent? Wait, do you know how to talk to him? Indeed. He speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains. None are left in Midgard who speak it. Except, of course, for me. You do? That's true. You wouldn't know it to look at him, but Jormungandr is a sparkling conversationalist. Und deswegen mag ich Mimir so. Der hängt jetzt an unserem Hintern und lässt immer schöne Kommentare ab. Der ist immer sehr sarkastisch, sehr lustig.
Da entstehen immer tolle Gespräche, deswegen mag ich den sehr gern. Ja, aber wir haben rausgefunden, dass die Waldhexe Freya ist, eine Göttin. Und das gefällt Kratos gar nicht, weil auf Götter ist er ja nicht wirklich gut zu sprechen. Was man irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann. Andererseits ist er aber auch ein bisschen komisch, weil er ist ja selber einer. Vielleicht hasst er sie deswegen auch so sehr. Nicht nur, weil sein Vater einer war und sie ihm schrecklich angetan haben, sondern vielleicht hasst er sich auch selbst ein bisschen. Es ist eine interessante Studie, die man über Kratos halten könnte, aber da bin ich zu ungebildet für. Okay, und anstatt wieder über den Tempel zu tuckern, über den See zu tuckern, fahren wir, Mann, benutzen wir einfach die Schnellreise. So, Mimir, why did Freya spin your face? No. Speak of Baldur. He claims nothing harms him. Aye, Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Boasting of a god. Everyone has a weakness. Not him, I'm afraid. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. You just said that, Mimir. Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved a spell? Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. I hope he's not broken. Den Moment geben wir ihm gern. Wir haben ja eh noch ein bisschen was zu tun. Aber es kristallisiert sich irgendwie so heraus, dass Baldur anscheinend der Hauptbösewicht ist in einem Spiel. How do we speak to the serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge. Take me to it. Finally, that horn. Ja, da waren wir auch schon und haben versucht, mal da rein zu pusten, aber wir durften ja nicht. Und jetzt hat es auch endlich einen Sinn. Sehr schön. Dann gehen wir da auch hin. Weil ich glaube, das Gespräch mit der Schlange kriegen wir auch noch in diesem Part hin. Dann müssen wir aber auch wieder, glaube ich, einen Cut machen. Aber das sehen wir dann. So. Dann wollen wir mal. Dann bin ich mal gespannt, was die Schlange so zu sagen hat. Weil die ist sowieso eine faszinierende Kreatur. Und ja, es ist schade, dass man sich mit der nicht so wirklich unterhalten kann. Aber da wir jetzt Mimir haben, der es ja offensichtlich kann, scheint das schon sehr interessant zu sein. Okay, machen wir gern. Da, bitte sehr. That statue made in honor of Thor, and seeing as the world serpent absolutely abhors the fat dauber, he was probably sick of looking at it. But doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant history between them. Or they will, anyway. So I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet. You want me to ask him? No. Our only concern is Jotunheim. All right, wish me luck. I've still got it, lads. He remembers me. Why you? He knows the pain of your loss. He will help you. Curious. What is it? Oh, nothing to be concerned about. What is he doing? Making sure we're heading in the right direction.
Listen closely now. We need two things to get us into the land of the giants. First, we need to learn the travel rune that opens realm travel to Jotunheim. Second, we need to carve that rune into the special gateway. That one of the people we first met you? Correct. Except the giants, in their infinite wisdom, saw to it that no ordinary chisel would do the job. Only the tip of a magical chisel opens that gate. Luckily, I know where it is, and it's not far. He looked kind of mad for a moment there. Now that, he thought I said you were friends of Odin. You'll forgive me, I've never spoken the ancient tongue sober. Wait, look! The water's dropped even further. You can see more of the realm towers and statues. I haven't seen new places to explore along the shore. Where is this chisel? Find me a boat and we'll go from there. Machen wir. Ja, man kann dann auch später noch weiter erkunden. Das machen wir jetzt aber nicht mehr in dem Part, denn wir haben keine Zeit mehr. Aber dafür gehen wir im nächsten dann diesen komischen Meißel suchen oder was auch immer. Wir werden mal sehen, was wir so machen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.